Gut, also ich bin der Alex. Es ist so, ich habe vor einigen Jahren die Idee gehabt und mir die Frage gestellt, wie kann man alternative Medien, wie kann man alternatives Fernsehen quasi in die Welt bringen, ja, zu den Menschen. Es ist ein sehr schwieriges Thema. Ich habe mich von klein auf mit Thema Medien beschäftigt. Ich habe früher einmal, war ja ein richtiger Fernseh-Junkie, ja, also in den Spitzenzeiten habe ich bis zu 3000 Fernsehsender gehabt. Ja. Das ist kein Scherz, was ich da sage. Ich habe die auch alle konsumiert und geschaut, bis ich eines Tages eben draufgekommen bin, da stimmt irgendwas nicht. Ja, das heißt, die senden, die bringen alles das Gleiche. Das ist unglaublich. Nur halt in, ich sage einmal, in verschiedenen Worten vielleicht noch, ja, aber manchmal nicht einmal das. Ja. Es gibt zu diesem Thema einen Vortrag von mir, den ich übrigens auch genau da gehalten habe, ist auch auf Ubendo gelistet, der heißt, wie ich mein Fernsehprogramm selber machen kann. Was ist Ubendo TV? Das heißt, der Vortrag einfach eintippen auf YouTube und kann man schon schauen. Oder auf Ubendo. Was ist jetzt Ubendo TV? Ubendo ist das Wort für Liebe in der Sprache der Swahili. Da ist aber gemeint die kosmische, allumfassende Liebe, nicht die duale Liebe. Ja? Die Swahili, das ist ein Stamm in Südostafrika. Und ich habe das wunderschönes Wort gefunden, weil was gibt es Besseres, wenn ganzheitliche Informationen und Bewusstsein auf einen zentralen Punkt gesammelt werden? Und dieser zentrale Punkt ist eben die Liebe in dem Fall, nämlich Ubendo. Ja? Und deswegen heißt das Ubendo TV. Ja? Ubendo TV ist derzeit ein reines Internetprojekt. Das ist eine Homepage, die man einfach eben mit www.ubendo.tv öffnen kann. Und der Dienst oder der Service von Ubendo ist, dass die gesamten oder die, ich sage mal derzeit, die größten 60 alternativen Sender und Internetsender und Fernsehsender auch dort tagesaktuell gelistet werden. Das heißt, von welchem Sender rede ich da? Ja, es ist zum Beispiel bekannt Querdenken TV von Michael Vogt, ja, oder Bewusst TV von Joe Konrad oder Time to Do von Norbert Brackenwagen aus der Schweiz oder aber auch ganz andere Sender, wie zum Beispiel Engelsburg Nachrichten, ja, von Edition Engelsburg, die haben täglich Nachrichten über die, zum Beispiel die Photonenströme von der Sonne und so weiter. Also Dieter Pröhrs hat das ja wunderbar ausgearbeitet, was hat das für Einflüsse auf den Menschen, ja, auch auf das Bewusstsein und so weiter. Ja. Oder auch Gesundheitslaunch oder auch Raw Future und andere Sachen. Da geht es zum Beispiel um vegetarische Ernährung, also da, und. Also man sieht, das ist querbeet. Ich habe versucht, so ein großes Spektrum wieder möglich aufzunehmen unter diesen Sendern. Es fehlen noch ein paar, es werden da auch noch ein paar dazukommen. Es ist so, da ist nicht nur Fernsehen, sondern es sind auch Radiosender dabei. Ja, also ich habe begonnen, auch Radiosender hineinzunehmen, also Jungle Drum Radio oder Crop FM sind wir gerade dabei, hineinzuarbeiten. Das ist übrigens ein Sender aus Graz. Ja, der Tarek macht das sehr gut, finde ich. Aber es gibt viele andere, also Radio Moppi und. Ja. Also da gibt es massenweise auch sehr, also ich finde es sehr, wie soll ich sagen, schon, es beginnt der Anspruch, auch im alternativen Bereich professionell zu werden. Ja. Also das, da ist gemeint, dass nicht solche Mitschnitte, wie man sie manchmal sieht, dass da eine Kamera aufgestellt wird, und dann läuft das 3 Stunden und wenn derjenige aus dem Bild rausläuft, dann ist das ist schrecklich. Ja. Und auch vom Ton her und allem drum und dran. Man sieht natürlich, das ist in der Zwischenzeit schon eine gewaltige Technik geworden. Ja. Also mit der Verkabelung und. Aber das finde ich ist notwendig, das soll auch so sein. Alles entwickelt sich und natürlich auch das. Ja. Jetzt ist so, dieses reine Internetprojekt ist seit 1. Februar dieses Jahres, also 2015, online und wird meiner Meinung nach leider noch viel zu wenig genutzt und viel zu wenig frequentiert. Das ist auch der Grund, warum wir das da machen, warum da unter Anführungszeichen Werbung betrieben wird für das. Helft mir bitte, das Ganze bekannt zu machen. Ja, bitte helft mir, das zu verbreiten. Haben Sie eh schon einen Karten gekriegt. Jetzt ist so, dieses reine Internetprojekt, ja. Wir versuchen, ich mache das mit einem Deutschen zusammen, das ist der Marc Heiland an dieser Stelle. Danke Marc für deine absolut tolle Unterstützung und auch Gratulation zu deinen
MBA zur bestandenen Prüfung. Das hat er mir letztens geschrieben, dass er das geschafft hat. Jetzt haben wir wieder mehr Zeit, Gott sei Dank, also dass wir wieder mehr in die Programmierung investieren. Es ist Folgendes geplant, das heißt, Ubuntu TV wird versuchen, mit Apps, ja, was eine App ist, ist glaube ich hoffentlich jedem bekannt, das ist einfach ein kleines Programmchen, das auf ein Smartphone läuft, auf ein Tablet läuft, aber auch zum Beispiel auf Smart TVs, ja, also Samsung Fernseher oder LG oder Philips oder was auch immer, die haben alle eigene App Stores und die haben auch eigene, ich sage mal, Apps, die auf diese Fernseher laufen, und es ist geplant, Ubuntu TV Apps für all diese Geräte zu programmieren und auch zu machen. Das heißt, wenn ich dann ein Smart TV habe, und das in ein paar Jahren haben das so und so alle, kann ich, wenn ich am Fernseher einfach auf einen kleinen Fuß tippe, ja, der Fuß hat übrigens eine Bewandtnis, ich habe noch ein zweites Projekt, das heißt selber machen CC, da geht es um ein Gewächshaus, das ist aber ein anderes Thema. Da ist das Logo eine Hand, ja, die da hingreift, ja, dass sie das machen. Und beim Ubuntu habe ich den Fuß gewählt. Es soll ein bisschen angelehnt sein an den sogenannten CO2-Fußabdruck. Ja, und da stellt die Frage, was hast du für einen Bewusstseinsfußabdruck? Ja, und das symbolisiert eigentlich der grüne Fuß. Ja, und grün ist halt die Farbe der Hoffnung, wie wir wissen. Wir hoffen halt, dass immer mehr bewusst werden. Ja. Also kurz zurück zu den Apps. Es wird versucht, dass die Apps auf jedem Device, also auf jedem Device, also auf jedem Gerät laufen, ja, und auch auf jedem Fernseher. Das heißt, wenn das auf jedem Fernseher läuft, sind wir quasi mit alternativen Medien in jedem Wohnzimmer. Das ist eine irre Sache, die ich da gerade gesagt habe. Ja. Aber noch eine viel heftigere Sache ist, wir werden versuchen, auch Apps zu schreiben für die ganzen Spielkonsolen. Xbox, PlayStation, Nintendo Wii und wie sie auch alle heißen. Das heißt, man ist danach auch in allen Kinderzimmern, ja, weil in die ganzen Kinderzimmer stehen die Spielkonsolen und die Technik ist ja schon da, die Verkabelung ist da, das Internet ist da und jetzt geht es nur noch darum, quasi das Icon in irgendeiner Form dort aufzubringen, sprich die App in deren App Store zu bekommen. Ja, die App wird, oder ich werde versuchen, dass das gratis ist, natürlich alles, weil jede App, die gratis ist, wird automatisch installiert, das ist einfach so. Ja, das heißt, sobald jemand in irgendeinem App-Store herumwühlt, wird ausprobiert, was ist da gratis, ja, okay, und das wird dann installiert, fertig aus. Ja. Und damit, das ist eigentlich die Idee dahinter, den Verbreitungsanteil von alternativen Medien, ich sage einmal, in die Höhe zu treiben. Ja, das ist, mir fällt immer wieder auf, dass es gibt schon so viel, ja, und man könnte schon ganze Vollprogramme damit, also ich sage einmal, ausstatten. Da rede ich von 24 Stunden ganz normalen Fernsehen. Ja. Auch das ist schon angedacht. Ja. Das heißt, nur ist halt leider das Budget, wie gesagt, ich mache das da auch gratis, ja, und so weiter. Ja. Also es gibt zwar einen Spendenbutton, vielleicht, wenn jemand sich berufen fühlt, bitte seid frei und spendet, danke vielmals. Aber das ist noch viel zu wenig, um zum Beispiel wirklich auf Sendung zu gehen. Ja. Und auf Sendung zu gehen, ich habe mir einmal die Gaude gemacht und habe bei Astra ist hier bekannt, das ist einer der größten Satellitenbetreiber, angefragt und habe gesagt, was kostet ein Transponder, so nennt man das, ja, für 24 Stunden senden, ganz normal, SD, also Standard Quality und was man halt so braucht dazu. Und da kam ein Betrag, jetzt bin ich echt gespannt, ratet's einmal. Ja. Also ich habe das alles schriftlich, ja. Das heißt, ich habe wirklich einen Briefverkehr geführt mit denen, einen Mailverkehr, ich habe ein Telefongespräch geführt mit der SES, mit dem Marketingmanager und dem Verkaufschef und so weiter. Und die haben das wirklich beinhart zusammengefasst schön. Und ich habe gesagt, ich brauche was Schriftliches, weil ich muss das unserem Verwaltungsrat vorlegen. War lustig, ja? Bin ich selber, ist auch wurscht. Aber es hat halt cool geklungen und der hat halt echt gedacht, jawohl, geil, die wollen noch einen neuen Sender machen. Also ich habe sie halt eingefadelt, wenn man das so nennen darf. Ja? Und die haben tatsächlich geantwortet. Ja? Und da standen Beträge drinnen, bitte, das ist kein Scherz, ein Jahr, um auf Astra zu senden, sagen wir, um die 700.000 Euro. Ha? Bitte was? Ja? Das ist nur, dass ich ein Jahr senden kann. Da ist noch keine Lizenz dabei, da ist keine Technik dabei, kein Playout-Center, nichts. Das ist nur, dass ich überhaupt da oben was aber senden darf. Und jetzt sieht man natürlich, das ist eine künstliche Hürde, meiner Meinung nach. Weil, ja natürlich werden das nur Bertelsmann, Spiegel, und wie sie alle heißen, die ganzen Großen, ja,
die großen Medienkonzerne RTL, ProSieben, Sat1 und so weiter zusammenbringen. Die Öffentlich-Rechtlichen, die sind zwangsfinanziert, also GIS und GATS und wie sie alle heißen, haben Werbung und heutzutage auch Codierung. Ja, das heißt, da geht es richtig ab. Denen ist das egal. Mit der GIS, die ich da einzahle, wird das gezahlt, nur gleichzeitig haben sie Werbung auch. Ja. Und bei der Werbung ist natürlich das Problem, wenn man jetzt zu einem größeren Fernsehsender geht und sagt, du, ich hab da eine super Doku, die haben wir, was weiß ich, über das Bienensterben oder irgendwas, dann sagen die, ja, das können wir nicht bringen, weil der Werbekunde wird keine Freude haben. Ja, was wird Monsanto sagen, wenn die über Roundupper Werbung schalten oder irgendwas? Ja. Und da merkt man, aha, okay, da ist eine Grenze, ja, da passiert irgendwas. Ja. Und all diese Sachen und all diese Erfahrungen haben mich dazu bewegt, eben ein Projekt zu starten, und es ist eben das Projekt Upendo. Und da ist die Frage, ist das möglich, dass wir alle zusammen, weil genau um das geht's, ja, ich kann das nicht allein stemmen, ja, also es wird eh alles gemacht, es geht eigentlich primär nur um die Bekanntmachung des Ganzen, ne, und um das, also die, um die Werbung, die Mundwerbung und auch die alles andere, ist das möglich, das so groß zu machen, dass es eine Konkurrenz wird zum Standard TV. Oder dass man auch irgendwann einmal, was weiß ich, über Kabel oder maybe über Satellit oder was auch immer senden kann. Ja, das wäre doch eine echt tolle Sache. Ja, es gab so etwas vor einigen Jahren, das war der offene Kanal in Bremen. Ja, da hat auch Joe Konrad angefangen seinerzeit, da war er noch jung. Ein Bub. Naja, wie dem auch sei. Und hat dort gesprochen. Da haben auch noch andere gesprochen. Aber leider ist das eingeschlafen. Das heißt, die haben gemerkt, dass diese Sachen, ich möchte jetzt absichtlich unter Anführungszeichen sagen, missbraucht werden. Das wird nämlich nicht missbraucht, meine ich, dass es die Mainstream-Meinung und die Mainstream-Propaganda untergrabt. Und das ist genau das Kernproblem des Ganzen. Das heißt, wenn die Menschen Kanäle finden, und das Internet ist ja ein Paradebeispiel an, wie kann ich Informationen spreaden, was geschieht denn da auf Facebook oder in andere Medien oder in andere soziale Netzwerke. Genau das. Ja. Das heißt, es geht drunter und drüber fast schon zu viel. Ja. Also man wird quasi da schlagen schon von dem, aber es ist immerhin da. Ja. Und da merkt man halt, auch diese Energie wird dort eingebracht, ja, und das wird nicht nur für zum Abhören oder für negative Sachen verwendet, sondern auch für das. Wir sind da in der Dualität. Ja. Ich kann ein Messer verwenden, um einen umzubringen, ich kann aber ein Messer verwenden, um ein Brot aufzuschneiden oder irgendwas. Ja. Also man sieht dual. Es ist bei allen so, ja, und auch bei den Medien. Ja. Unglaublich, danke für die Regieanweisung. So was taugt mir, dass ich das einmal von anderen Seiten erlebt. Ja, jetzt sieht man mal wieder, siehst du. Normal bin ich immer ich, der da rumfuchtelt da draußen. Aber okay. Ja, ja, wie gesagt, es geht darum, tagesaktuell aus derzeit 60, guten 60 verschiedenen Sendern, das Beste herauszuholen, auf Upendo zu listen. Man braucht sich die Arbeit nicht mehr antun, die ganzen Sender abzugrasen. Man braucht sich die Arbeit nicht mehr antun, das alles abzusuchen, sondern es geht alles automatisiert, alles von selber. Ich brauche im Prinzip nur mehr noch Upendo TV machen und habe sofort die ersten 8 Sendungen da. Ja, dann brauche ich unten auf weitere Sendungen klicken, dann kommen die nächsten 8 und so geht das weiter, bis der Tag quasi um 24 Uhr wieder endet. Und dann springt es auf den nächsten Tag. Ja, und so geht das in einer Endlosschleifen jeden Tag. Ja, im Prinzip, wer das kennt, Sky Television, ist das Gleiche. Ja, das ist quasi, wir haben Sender, also verschiedene Genres, ja, und dort zahle ich halt fest, ja, und dann kann ich halt, was weiß ich, nur Filme schauen, nur Sport schauen, nur das oder nur das. Und ich sage einmal, bei Upendo TV ist es ähnlich, dort sind halt dann die Themen, was weiß ich, Meditation, Bewusstsein, Quantenfeld, Umwelt, Natur, Monsanto, was auch immer. Ja. Querbeet, also es ist da alles vertreten. Das Upendo selbst ist eine Oberfläche, wo ich zum Beispiel normal mit meiner E-Mail-Adresse registrieren kann. Das kostet nichts, ja, und ich kann dann zum Beispiel individualisiert sagen, diese Sender möchte ich haben, ja, und diese Sender möchte ich nicht haben. Ich kann natürlich auch Sender wegklicken, ja, wenn ich gewisse nicht haben will. Also es gibt ein paar, die sind da sehr penetrant, möchte ich schon fast sagen. Ja. Also damit meine ich, dass die extrem viel veröffentlichen, die spammen eigentlich alles andere schon zu. Macht aber nichts, ist auch gut so. Ja, das darf man nicht falsch verstehen. Ich habe auch nicht alle, also ich muss zwar alle laufen haben, ist eh klar, weil ich laufe und schaue, was los ist bei den anderen. Ja. Aber ich kenne genug, die natürlich auch sagen, was weiß ich, das und das interessiert mich nicht so. Die blenden das halt dann aus. Wie gesagt, das ist auch eine Form von Personalisierung.
Und zum Schluss noch, es gibt auch eine Metasuche da drauf auf diesen, auf Ubuntu. Eine Metasuche ist nichts anderes wie ein Suchfeld, da tippe ich einfach einen Begriff ein. Geldsystem. Dann kommen alle Sendungen zum Thema Geldsystem. Alle Vorträge, alle Dokus, alles völlig egal. Die kann ich dann, also die neuesten vier kriege ich direkt in der Metasuche aufgelistet. Wenn ich das auf Weitere klicke, dann kriege ich einfach Seiten, wo alle aufgelistet sind und dann kann ich seitenweise battlen. Das sind halt nur Sendungen über das Geldsystem. Ja. Oder auch Gesundheit. Ja. Oder vegane Ernährung und. Also querbeet alles, was da ist. Gut. Danke, dass ich da das kurz vorstellen habe dürfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen das in die Welt hinaustragt und ich glaube, es hat jeder so ein kleines Kärtchen bekommen. Und es würde mich noch mehr freuen, wenn ihr auch selber natürlich hineinschaut und dieses Werkzeug jeden Tag, wenn es geht. Deswegen heißt es ja, informieren selbst und ständig. Ja, das heißt, ich kann es euch nur geben, machen müsst ihr es dann selber. Ja, genau um das geht es da. Übrigens, weil ich das gerade sehe, da, so schaut diese Oberfläche aus. Ja, das ist genau das. Ja. Also mit den Sendungen, mit den Beschreibungen der Sendungen, Senderlogo. Und da habe ich die Tage, heute, gestern, vor zwei Tagen, drei Tagen, vier Tagen. Und da kann ich einfach sagen, ein anderes Datum und so weiter. Und das ist die Metasuche da herum. Und da gibt es einen Programmbutton. Und es gibt auch, weil da schon manche beginnen damit, sogenannte Livestreams. Ein Livestream ist nichts anderes, wie dass die 24 Stunden von Sennern gesamten Portfolio einfach senden. Ich finde das gar nicht so schlecht. Also ich habe ungefähr 10 verschiedene Livestreams drinnen. Zum Beispiel erneuerbare Energie, Care Energy und was weiß ich, was da alles gibt. Bitte das alles in Deutsch, ja, das muss ich dazu sagen. Also das ist keine einzig englischsprachige Sendung. Livestream schaue ich dann, wenn ich zu faul bin, aktiv herumzuklicken. Ja. Dann schalte ich mich einfach auf irgendeinen Stream und dann kommt halt irgendeine Sendung. Das ist das, so wie das damalige passive Fernsehen. Ich bedanke mich und übergebe, ich glaube, jetzt ist die Petra dran, gell, oder? Nein. Danke. Jo, vielen Dank für den kleinen Einblick und Ausblick in das, was du da tust. Ich denke, Information ist immer ganz wichtig. Und das Leitwerkzeug von Information ist heute nun mal der Computer und das Internet. Und dahergehend denke ich, dass genau diese Dinge für uns eine Befähigung nachher herstellen, Wissen zu bekommen und Wissen auch anzulanden. Wo waren wir stehen geblieben? Also es gab so einige Fragen in der Zwischenzeit. Ach ja, Kinderbuch. Ja, vielen Dank nochmal für die Unterstützung und wenn ich das nochmal aufgreifen darf mit dem Verdienen, dass ich mein Leben verdiene. Nein, also ich gehöre eigentlich zu der Kategorie, man hat es ja hier wieder gesehen, ich könnte mich ohrfeigen, der genau mit diesem Aspekt nicht so richtig klarkommt. Also da habe ich ein Loch auf der Festplatte, der Verkauf, der gelingt mir nicht. Und wenn Sie mir nicht gesagt hätten, hier, ich habe aber ein Buch, dann rennt das bei mir durch. Also insofern, ich bin mehr damit beschäftigt, diese Projekte zu machen. Und es gibt dann auch so Situationen, wo ich aus einer Schule oder einem Kindergarten herausgehe und sage, um Gottes Willen, da fressen mich die Kosten auf. Was esse ich denn jetzt quasi? Ja? Es ist einfach, Projekte kosten Geld. Und das machen wir dann mit diesen Büchern. Ich habe 8 Bücher geschrieben, 3 sind erst gedruckt. Also ich würde gerne da noch mehr umsetzen. Ich habe der Petra schon von einer ganz, ganz tollen anderen Geschichte, wo ein Buch in einem Buch steckt. Das gibt es auch noch nicht. Und das ist auch was ganz Interessantes. Würde ich alles gern tun, aber wie das immer ist, man muss monetär auch irgendwo sich in dieser Gesellschaftsform hinstellen. Der Drucker, der sagt nicht, komm, ich tue das. Für ein paar Infos mache ich das. So ist das leider nicht. Ne? Und so sind die Projekte mit dem Baum, weil die Frage vorhin war, können wir auch einen Baum pflanzen mit dem Buch? Das funktioniert mit Unternehmern in Kindergärten, in Schulen, wo dann der Unternehmer oder ein Spender, Sponsor, wie auch immer, eine Stiftung sagt, okay, wir übernehmen 100, 200 Bücher, wir statten die Kinder jetzt einfach mal aus. Es gab Projekte, da sind ganze Ortschaften ausgestattet worden, ja. Und da kann sich dann der Unternehmer auch in die Öffentlichkeit tragen und sagen, hier, ich bin derjenige. Ja? Also das ist auch dann so etwas, wo ich mit den Unternehmern zusammenarbeite. Wer Gutes tut, der soll auch gesehen werden. Das ist eine tolle Geschichte. Ich bin dann immer sehr dankbar.
Aber ich persönlich bin dann eben so eher der, der die Bücher hinlegt und dann vergisst zu kassieren dafür. Ne? Also vielen Dank für die Erinnerung und wenn Interesse besteht, kann man da ja gerne in Verbindung bleiben. Wenn wir da nochmal hinabsteigen in die frühen Prägungsjahre und wir uns dann die Frage stellen, wenn denn dann in den frühen Prägungsjahren so viel verankert ist und unsere Gesellschaftsform doch so viele Fehler macht, welche Chance haben wir denn überhaupt aus diesem Strudel wieder herauszukommen? Welche Umkehrpolitik haben wir? Welche Möglichkeiten haben wir, das Ganze wieder so zu rekultivieren, damit die Möglichkeiten, die anderen Lebewesen doch zur Verfügung stehen, dass wir die auch zur Verfügung und nutzbar haben in unseren Händen. Und der Trick ist eigentlich ganz simpel. Mischkulturen, nicht Monokulturen, sondern Philippinen, falls das in diese Richtung geht? Nein, das ist damit nicht gemeint. Es geht ja um Bewusstsein. Richtig, wir müssen immer über diese Schwelle mit diesem Bewusstsein. Und das böse Beispiel, das kennen wir, glaube ich, alle, die wir hier sitzen. Und zu unserem gesunden Leben gehören drei Dinge. Die Ernährung. Die kriegen die meisten noch in den Griff. Die Liebe. Denn Sie haben ganz oft von mir das Wort Emotionen gehört. Nichts, aber auch gar nichts funktioniert im Wohlbefinden und Wohlverhalten, in Gesundheit, wenn wir nicht emotional uns positiv ausgleichen. Nichts. Also wir haben das Adrenalin, was unser Lebenserhaltungsaspekt von den endorphinen Stoffen ist. Damit meine ich nicht das Adrenalin, wenn wir mit dem Bungee-Seil irgendwo runterspringen oder mit einem Auto ganz schnell über eine Rennstrecke fahren, sondern das alltäglich Produzierte. Davon sind wir abhängig. Und es gibt einen dritten Punkt, das ist der schwierigste überhaupt. Bewegung. Wer von Ihnen macht regelmäßig diese Bewegung? Ein Leben lang? Nicht so? Also ich kenne nicht viele Menschen, die nicht irgendwann ihr Delta haben und wenigstens um die Weihnachtszeit es dann vergessen oder es dann noch lieber auf den Januar verschieben, nach die Weihnachtszeit. Was haben wir denn in allen Bereichen? Wir haben die lebensnahe Beeinflussung. Die lebensnahe Beeinflussung steht immer im Konsens negativ auf unser Immunsystem und auf unser und überhaupt auf unser System zu wirken. Und dieses müssen wir ausgleichen. Diese Einflüsse von außen, die sind nur in der Betrachtung unserer Prägung negativ. Betrachtung ist dann wieder der Winkel der Wahrnehmung und hier müssen wir ganz einfach unser Gehirn eingeschalten lassen. Und dann müssen wir zwischen Engelchen und Teufelchen uns einfach nur rechts mehr für dieses Engelchen entscheiden. Und da heißt es machen. Richtig. Und B heißt zwei. Bewusstsein. Mit diesem Bewusstsein trainieren wir. Ich brauche das Bewusstsein nicht nur für den Sport, nicht nur für die Ernährung, nicht nur für die Liebe. Ich brauche für alle diese emotionsgebundenen Verhältnisse, brauche ich Bewusstsein. Welches Bewusstsein muss ich aufbringen, um in einer Sauna danach in das kalte Becken zu gehen? Was muss mein Gehirn mir denn da mitbringen? Mut? Welchen Nutzen? Gesundheit. Jetzt müsste man ja denken, wir haben fast 8 Milliarden Menschen, jetzt müssten ja 8 Milliarden Menschen in die Sauna gehen. Weil sie finden ja dort den Punkt,
Bewusstsein, Gesundheit. Warum tun die das nicht? Selbstbewusstsein, sich auszuziehen. Ich habe da ein schönes Beispiel. Kennen Sie das, wenn Sie jemanden fragen, also es war der Geburtstag und irgendjemand ist nicht gekommen? Dann wird derjenige sagen, ja, ich hatte das und das und ich musste aber dorthin. Wissen Sie, was die richtige Antwort wäre? Ich wäre gern zu deinem Geburtstag gekommen, aber viel lieber war ich woanders. Und die Bewusstseinsform mit der Gesundheit, mit dem Gedanken Gesundheit übereinzubringen, heißt auch immer irgendwo der Bequemlichkeit nachzugehen, nachzugeben. Und das verbindet dann wieder die Situation, dass das Gehirn auch eines der faulsten Organe ist. Also das faul bitte nicht in dem Sinne mit faul betrachten, wie wenn man jetzt in dem Sessel hängt oder nichts tut oder ein Faulenzer ist. Ja, also so auf keinen Fall. Ja. Aber wir müssen es einfach so sehen, dass diese Energiespareinheit, dieses Grundprogramm Energie zu sparen, immer ganz schnell an der Stelle ist, wo wir mit unserem Bewusstsein nicht sind. Also die Lücke ist sofort gefüllt. Und wir dürfen nicht vergessen, wir denken in Hochgeschwindigkeit, in Lichtgeschwindigkeit. Was müssen wir machen, um unsere Selbstheilungskräfte wiederzubekommen? Wir müssen den Spieß einfach nur umdrehen. Wenn wir Feinbotenstoffe haben, ich mache Ihnen ein Beispiel. Sie sind krank. Ich bin nebenan in der Küche und ich komme wieder mit einem Glas. In diesem Glas ist eine gefärbte Substanz, die stelle ich Ihnen auf den Tisch. Dann bekomme ich sofort die Reaktion, die da heißt, danke, dass du mir den Tee gekocht hast. Ich sage, Mensch, stopp, ich habe da gar nicht gesagt, dass ich Tee gekocht habe. Ja, das steht da doch. Ich sage, woher weißt du das? Steht doch nicht dran. Ja, das weiß man doch. Jetzt trinken Sie den Tee und jetzt schmecken Sie Pfefferminztee. Das sind also Botenstoffe, die bei Ihnen im Programm abgelagert sind. Die stehen da. Also diese Bildsequenzen, die können Sie sofort nehmen. Aus dem Geschmack heraus. Vorher aus dem Geruch haben Sie die Komponente Tee herausgefiltert. Diese Botenstoffe, die jetzt da drin sind, habe ich jetzt erweitert. Das heißt also, Sie werden im nächsten Moment zu mir sagen, oh, da ist auch noch Ingwer drin. Ich nehme jetzt einfach mal Ingwer, weil es eben geschmacksintensiv ist. Und Sie können mir auch noch sagen, dass da Zitrone drin ist. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass ich 300 Teebeutel verschiedene da drin hatte, wenn Sie sagen, das kann doch nicht sein, dann wollen wir doch mal versuchen, die einzelnen Geschmacksrichtungen herauszufiltern. Können Sie das? Dann kann Ihr Hund mehr wie Sie. Was müssen Sie machen? Sie müssen das trainieren, was Ihnen entweder da unten vorenthalten worden ist, auf welche Art auch immer, ob mit Absicht, ohne Absicht, wie auch immer. Und Sie müssen dieses Training erweitern. Ein Training erweitern, welches auf der Festplatte geschrieben ist, macht noch lange nicht die Situation aus, dass ich es wiederfinde. Jeder von Ihnen kennt das. Sie legen auf Ihrem Rechner einen Ordner an und eine Datei und ein Dokument. Und nachher sagen Sie, wo habe ich das abgelegt? Wenn Sie mit meinem Tee aber gesund werden, dann werden Sie immer daran denken, dass Sie mit diesem Tee gesund geworden sind. Und wenn ich Ihnen sage, wenn Sie einen Husten haben, reiben Sie eine Zwiebel, füllen Sie ein halbes Glas, füllen Sie es mit Zucker auf und lassen Sie es einen Tag stehen. Dann werden Sie sagen, das ist so grässlich, das schmeckt so furchtbar. Und ich werde Ihnen sagen, nein, das ist so lecker und das macht gesund.
Jetzt können Sie zu mir sagen, ja, ja, du kannst mich mal. Das. Und jedes Kind wird diesen machen. Und jetzt kommt nämlich genau das, was dem Kind vorenthalten ist in den frühen Prägungsjahren. Man muss es versuchen. Man muss es einfach tun. Man muss diese gedachte Situation in einer Handlung umsetzen. Das heißt also, wenn ich dann einmal diesen Sud nachher, dieses Ergebnis über mich habe ergehen lassen, kann ich beim nächsten Mal, komme ich nicht drum rum. Und da kann der Mediziner dort stehen und sagen, das müssen wir so und so behandeln. Ich werde immer sagen, nö, ich mache das anders. Wenn das bei meiner Großmutter immer so gewesen ist, dann hat sie das an meine Mutter transportiert und die hat gesagt, guck mal, was die Oma gemacht hat, das war schon immer gut. Und ja? So gab es oder gibt es auch noch Frauen, die wundertollen, super gut schmeckenden Kuchen backen können. Was sagen wir? Wie aus Großmutters Backofen. Ja? Schmeckt wie von Oma gebacken. Ja? Das ist, es ist diese Feinheit, die sich da drin befindet. Ich könnte diesen Kuchen auch backen. Meine Oma muss mich daran gelassen haben. Dass ich nähen kann, habe ich meiner Großmutter zu verdanken. Die hat mich an ihre Singer gesetzt, wo man unten so eine Fußwippe hat. Und ich konnte machen, was ich wollte. Und ob durch den Finger oder neben dem Finger, spielte gar keine Rolle. Ich konnte es einfach tun. Ja? Und so war ich nachher ein Junge, der nähen konnte, was für meinesgleichen... Ja? Also, was habe ich gemacht in der Zeit? Ich habe es trainiert. Ich habe es selbst erfahren können. Wenn Sie eine Selbsterfahrung haben wollen, was Ihre Gesundheit betrifft, dann müssen Sie diese Dinge ersetzen, diese Dinge wieder aufholen. Mikrobiologisch ist das ganz einfach. Sie haben den Zellzugang. Den Zellzugang bekommen Sie in einer erhöhten Geschwindigkeit. Gerade wenn ich jetzt mal nicht über das GIO nachdenke, sondern über Lavi-Lites nachdenke, dann kann ich diese Geschwindigkeit in zwei Komponenten setzen. Das ist einmal die Örtlichkeit. Das heißt, ich gebe der Zelle vor Ort eine Information. Diese Zelle schickt Daten. Wir haben die Zirbeldrüse. Also zugänglich gibt es ja einige Punkte in unserem Körper, wo wir an unsere Datenbahnen herankommen. Wer Akupunktur etc. sich schon mal damit beschäftigt hat, der weiß genau, welche Datenbahnen wo am einfachsten ein Andockmanöver zulassen. Das ist nichts anderes wie eine Raumstation. Ja, wenn ich von der falschen Seite komme, dann crasht das da oben, dann funktioniert das nicht. Ich kann mir im Körper ganz viele Nadeln reinstecken, da wird gar nichts passieren. Wenn ich eine Datenbahn erwischen möchte, muss ich wissen, wo diese Punkte sind. Ja? Atlas ist ein Punkt. Dort kann ich die Datenfrequenz zum Gehirn erhöhen. Ich kann also die Datengeschwindigkeit, das ist eben sehr, sehr naheliegend, geht sofort über den emotionalen Bereich. Ich bin also sofort da, positive Daten anzuliefern und bekomme im gleichen Konsens aus der Örtlichkeit, da wo die Verletzung stattgefunden ist, bekomme ich ein Signal. Und die beiden gleichen sich ab. Und ich nehme mal ein Beispiel. Also eine Krankheit kommt ja immer von außen, oder? Es gibt irgendwelche Einflüsse von außen, ob die jetzt über unseren Geist stattfinden, ob die über dieses Großorgan Haut stattfinden, über die Atmungsorgane, wie auch immer. Ob es ein energetischer Impuls ist von außen, Menschen, die unter Hochspannungsleitungen wohnen, ja, Menschen, die an Hochstraßen wohnen, Menschen, die in Tokio oder in anderen Städten, wenn sie aus dem Haus gehen, wenn sie das Haus verlassen, sich eine Atemmaske aufsetzen müssen. Wir haben also immer die Beeinflussung, die toxische Beeinflussung von außen. Was dann immer wieder ausmacht, dass unsere Telomere immer wieder ein Stückchen verlieren. Was sind Telomere? Telomere sind genau unsere Lebenserhaltungsstränge und diese Endpunkte, die haben einen Schutz und dieser Schutz, der verliert sich im Laufe der Zeit, je nachdem, wie hoch der Angriff ist. Bis ca. dem 25. Lebensjahr produzieren wir in Selbstverständlichkeit Telomerase, das heißt, also, wir füllen dieses immer wieder auf von unten, schieben immer wieder etwas nach, danach verliert sich diese Botenstoffproduktion. Ich kann diese Proportionen
die dann für unser Alter zuständig sind, an den Telomeren ablesen. Also je nachdem, wie groß meine Enden sind, wie groß die Kuppen sind, daran kann ich erkennen, wie alt ich werden kann und darf. Nun gibt es Wissenschaftler, die ein Alter von Unglaublichkeit, da haben wir es, Izutsumi sagt, 120 Jahre ist gar kein Problem. Wir haben 150 Jahre circa auf der DNA stehen, die wir haben könnten. Und vom Beeinflussungsmaß her über unsere Telomere haben wir ein Angriffssystem, welches wir in den letzten 50 Jahren minimiert haben, welches uns eine Lebensfähigkeit von maximal, circa Maß schwankt natürlich, 80 Jahren bietet. Lebensverlängernd würde also grundsätzlich wirken, wenn ich meine Telomere auffüllen könnte mit Telomerase. Das wäre einfach zu denken. Es gibt noch etwas anderes. Und das wäre, dass ich dieses Angriffspotenzial auf meine Telomere, dass ich dieses verhindere und verringere. Das heißt also, ich muss meine Schutzboten, die muss ich anzünden, die muss ich trainieren, die muss ich wie eine kleine Armee in Gewalt haben und die steuere ich von meinem Bewusstsein aus. Das heißt also, wer denkt, dass er krank wird, wird auch krank. Und wer stetig denkt, dass er gesund ist, hat diese Armee im Griff. Was meine ich mit dieser Armee? Die Datensequenz, die zum Beispiel diese Inhaltsstoffe dieses Tees auslösen. Jeder kennt Erkältungstees etc., die synonym für solche Sachen stehen, minimalistisch zu betrachten, die Wirkung davon. Aber symbolisch diesen Tee verwendet, macht es aus, wie viele Stoffe habe ich in diesem Tee. Und jetzt stellen wir uns mal die Wirkungsweise vor, nehmen wir mal nur 10 unterschiedliche Pflanzen, ja, die wir jetzt kreuzen. Dann habe ich nicht 10 Trainingseinheiten, sondern 100. Bei nur 10 mal 10. Wenn ich 300, 400 oder 500 Botenstoffe habe, deren Datenfrequenz ich aufnehme, dann kann ich dieses vielfache Trainingsverhältnis in meinem Körper stattfinden lassen. Wo findet dieses Training statt? Zwei Ebenen gibt es da. Das ist einmal meine Zelle. Die Zelle hat eine Membran und diese Membran hat eine Spannung. Also jede Zelle ist energetisch geladen und diese Spannung, die liegt dann so circa bei 10, 15, 20 Millivolt. Nehmen wir die Shaolin-Mönche, die ja arbeiten mit ihren Handflächen, Eisen verbiegen, Stahl, was weiß ich, die können Steine durchschlagen, die machen nichts anderes, wie die Energie, die sie haben, punktieren. Sie schicken das Konzentrationsverhältnis einfach nur in diesen Bereich der Hand. Was anderes machen wir nicht, wenn wir der Zelle sagen, du musst Folgendes beachten. Das macht unser Gehirn. Nehmen wir mal eine Situation an, Sie haben Bauchschmerzen. Ihre Großmutter hat Ihnen beigebracht, dann musst du auf dem Bauch einfach reiben, so kreisende Bewegungen machen. Sieht man bei ganz vielen Müttern, bei den Kindern. Koliken etc. Ja? Dann rufe ich eine Datensequenz ab, die ich gleichzeitig an eine Örtlichkeit bringe, die bei dem Kind eine ewige Verankerung stattfinden lässt. Das braucht das Kind jetzt nicht mehr trainieren. Wenn wir später Bauchschmerzen haben, dann werden wir immer irgendwo unsere Hand auf den Bauch legen und werden ihn leicht im Uhrzeigersinn kreisen. Wir denken da nicht drüber nach. Der Darm selber, die Zellen im Darm, die können das wahrnehmen. Die nehmen das sofort auf, weil die haben ein Erinnerungspotenzial.
Sie haben das auf Ihrer Datenfrequenz geschrieben. Nichts anderes ist der Schmerz. Schmerz, den wir denken, der ist eigentlich nicht vorhanden. Das ist ja nur eine körperschutzeigene Reaktion. Sie können Ihr Schmerzpotenzial extremst nach oben transportieren. Wenn Sie ein Level anzeichnen von Schmerzsequenz 9, ja, und ich den gleichen Schmerz habe, mache ich ein Kreuz bei 2 oder 3. Ich bin trainiert auf Schmerz, weil ich Ischias-Probleme habe, chronisch. Ja. Also werde ich an diesem Punkt definitiv ein ganz anderes Empfinden haben wie Sie. Wenn aber ein Schmerz so intensiv ist, ein akuter, wie ein Mixer, der so hineinfährt, wenn du zum Beispiel einen Wirbelbruch hast, dann nützt das gar nichts. Nein, das hat. Nein, in dem Moment nicht, aber sonst kann ich auch umgehen mit Schmerzen. Aber das ist so intensiv, dass. Das hat auch was mit Training zu tun. Anders wiederum habe ich natürlich irgendwo an einer Stelle eine Verlustsequenz. Wer 100.000 Kilometer im Jahr im Auto sitzt, der braucht sich nicht wundern. Das können Sie auch nicht wieder gut machen, auch nicht mit Bewegung. Ich sitze jetzt auch, ja? Ob da die Schmerzen, ich tue es aber nur, weil es mich interessiert. Eben. Ja, Sie schalten die ab. Ja, wirklich. Also ich gehe am Montag ins Krankenhaus. Also es ist wirklich, man kann es aber ganz nicht, also mit Ihrer Stärke. Also grundsätzlich ist es so, dass es etwas mit dem Aushalten zu tun hat und mit dem Trainingsverhalten. So, und das ist in anderen Bereichen ja auch so. Nehmen wir den Sportler. Wir möchten uns mit einem Sportler auf einem 100-Meter-Lauf oder einem 400-Meter-Lauf messen. Jetzt ad hoc möchten wir rausgehen, möchten das tun. Hätten wir eine Chance? Nein, das ist wenig. Gehen wir mal 8 Wochen weiter. Da haben wir schon ein bisschen mehr Chance. Ja? Wir müssen jetzt einfach die Situation umkehren. Wir müssen eine Situation in uns erzeugen, wo wir unserem Körper, unserer einzelnen Zelle die Möglichkeit geben, die Dinge nachzuholen, die fehlen. Und das müssen wir trainieren. Jetzt könnten wir jeden Tag bis zum Umkippen Tee trinken mit 300 Teebeuteln. Geht aber sehr, sehr langsam. Weil wir sind ja über dem 17. Lebensjahr. Und wie können wir das in Lichtgeschwindigkeit erhöhen? Indem wir diese Sequenz einer Zelle geben. Diese Zelle kriegt Unterstützung, dann nochmal über den Atlas, über die Zirbeldrüse, in den Emotionalbereich hinein und trainiert dann die Enzymbotenstoffe auszugleichen. Die Produktion, die dann stattfindet, findet nicht sinnlos jederzeit statt. Also wir brauchen es jetzt nicht vorstellen, wenn ich jetzt etwas trainiere, was ich brauche, nehmen wir mal das Beispiel mit dem, ich schneide mich. Ja? Die Sequenz, wenn ich mich schneide, ist normalerweise Wunde zusammendrücken. Wir haben die Chance, die Zellen haben die Chance, innerhalb von wenigen Sekunden wieder zusammenzuwachsen. Ja? Kleben, tackern etc. beim Sport, ganz normal, ganz gängig. Ja? Also muss gar nicht diese Riesennarbe entstehen. Was passiert danach? Sie können es sofort sehen. Wundwasser. Also diese Botenstoffe sind sofort ausgeschüttet. Ja? Sie haben ja keinen Kanister irgendwo neben sich stehen, wo Sie jetzt einen Schlauch drin hängen haben und Sie saugen das ab. Es kommt aus Ihrem eigenen Körper. Und da brauchen wir es nicht trainieren. Aber wenn wir zum Beispiel Pollen einatmen, wenn wir zum Beispiel uns in der U-Bahn oder im Bus befinden, wo ganz viele Menschen, ganz viele Bakterien an uns weitergeben, dann brauchen wir eine Trainingssequenz. Und damit meine ich mitnichten das Impfen. Ja? Also da wäre ich komplett falsch verstanden, weil das überhaupt nicht die notwendige Richtung ist. Ich habe noch nie irgendein Tier im Wald gesehen mit einem Impfpass. Also es ist definitiv so, dass die sich trainieren. Beobachten Sie Ihren Hund. Der Hund macht das mit der eigenen Urinausscheidung, ja, trainiert sich immer wieder in seinem eigenen Kreislauf.
Ja? Und damit meine ich nicht, dass er da einen Zapfhahn dran hat, ja? Sondern er braucht immer nur eine gewisse Menge, nur wenig Botenstoffe davon. Und so ist es bei allen Tieren. Jetzt befinden die sich natürlich auch in einer Ebene, wo die sehr, sehr nah an Mikroorganismen sind. Und wir wissen ja, dass alles auf unserem Planeten hier in ewiger Bewegung ist. Nichts steht still, alles ist in stetiger Verstoffwechslung. Auch Sie gerade jetzt in diesem Moment hier, von Millionen von Mikroorganismen werden Sie gerade an der Oberfläche zerfressen. Ja, also trotzdem entstehen sie ja wieder neu. Und jetzt müssen sie ganz einfach etwas finden, was diesen Verstoffwechslungsprozess außer Acht lässt. Und das ist bestimmt keine Creme. Cremes sind dafür da, ihre toten Hautschichten nochmal nach außen in Lack und Glanz zu versetzen, damit es die Umwelt, das Umfeld glauben macht, dass alles frisch und toll und super ist. Im Eigentlichen geht es doch aber um die lebenden Hautschichten. Also brauchen Sie jetzt eine Möglichkeit, zu diesen Zellen der Haut zu gelangen und diesen Zellen zu sagen, teile dich. Und Sie brauchen für das Untergewebe und für die Knochen genau auch diese Zellinformation. Und diese Zellinformation ist dann immer der Abgleich mit Ihrem Bewusstsein, mit Ihrer Botenstoffproduktion, um die an Ort und Stelle stattfinden lassen zu können. Also, trainieren Sie. Nehmen Sie sich Unterstützung. Wenn Sie doch die Möglichkeit haben, Örtlichkeiten, ach genau, da kann ich Ihnen was zeigen, was ganz toll ist. Wenn Sie die Möglichkeit haben, Ergebnisse, ich nehme mal hier etwas, kann man das erkennen? Ja. Das ist eine Verletzung bei einem Tier, also ein Hase, dem gefiel dieses Kaninchen nicht. Und das, was man hier so ganz weiß sieht, das ist der Knochen, die Hüftknochen. Und nach wenigen Tagen, mit Unterstützung, sah es dann so aus. Der Tierarzt hat gesagt, einschläfern, Quälerei, bringt nichts. Also das Tier ist heute noch frisch und munter und hoppelt, ganz glücklich. Beim Menschen kann das auch ganz interessant aussehen. Das ist eine Verletzung von einem Pferdeunfall. Und so sieht Marie-Louise aus. Circa 6 Monate. Also die Problematik, die sich stellt, ist ja, dass ich bei einer Wunde den Wundzellrand habe, der nicht mehr vorhanden ist. Und wenn ich mich einer Illusion hingebe, er ist 8, ich bin 45. Ob er das hinbekommt, mich so wahrzunehmen? Bin ich jetzt so klein? Ist er so groß? Jetzt denken wir in unser alltägliches Leben. Und hier müssen wir die Stoffe herausnehmen, die uns suggerieren, dass dieses Verhältnis das Richtige ist. Das heißt also, wenn jemand in eine Veränderung der Zellinformation geht, dann muss er als allererstes das Problem bewältigen,
alte Zellinformationen, fehlgeleitete Zellinformationen abzutransportieren. Das ist sehr oft ein sehr großes Problem. Menschen, die dann nicht verstehen, warum funktioniert bei mir etwas nicht. Aber das funktioniert auch bei den Menschen nicht, die 2-3 Mal mit an den Start gegangen sind zu einem Lauf und dann hatten sie das vor und da war der Geburtstag und da war dies und da war jenes und nach 3 Monaten treffen sich die beiden und er sagt, ich verstehe das gar nicht, warum das bei mir nicht funktioniert. Die falsche Datensequenz, die falsche Deutung ist also grundsätzlich eine, die in unserer Zelle festgeschrieben ist. Nichts anderes macht Wasser, wenn wir es nicht bis zum Ende durchdacht gereinigt haben. Wenn wir keine Energetisierung im Wasser haben. Wenn wir nicht die Situation nachempfinden oder entstehen lassen, so wie die Natur halt eben das Wasser den Berg wieder hochschickt und oben zur Quelle herauskommen lässt. Warum macht sich die Natur denn diese Arbeit, diesen Aufwand? Könnt ihr ja gleich unten in dem Fluss rauslassen alles. Ja? Wofür? Nur damit grün auf den Bergen ist? Also niemand hat der Natur irgendwo eine Gärtneranstellung gegeben. Das trägt einen gewissen Sinn in sich. Und genau das ist das große Problemfenster. Wenn Menschen beginnen eine Veränderung, dann brauchen sie ein unterschiedliches Zeitfenster. Und dieses hier, dieses Zeitfenster, habe ich Ihnen ganz kurz gestaltet. Er weiß, wie es geht. Also er muss sich dieser Illusion nicht mehr hingeben. Und so ist das mit Gesundheit in den frühen Prägungsjahren. Wenn ich das verankere in den frühen Prägungsjahren, dann wissen Kinder schon, wie es geht. Und das ein Leben lang. Ja, also nicht doktrieren. Das heißt also, da wird die Petra jetzt gleich noch ein paar Worte zu sagen. Ja? Wenn wir bestimmte Ergebnisse erzielen wollen, brauchen wir 2 Dinge. Produktwahrheit, Produktklarheit. Und hier ist es so, dass wir Produktwahrheit mit Produktklarheit mit Emotionen verbinden. Wenn wir etwas mit Emotionen verbinden, etwas schön ist, dann werden wir auch Erfolge haben. Und das ist bei einem Produkt, welches Veränderung vollziehen soll, niemals um ein Zeitfenster geht in dem herkömmlichen Sinne unserer Uhr. Unser biologisches Zeitfenster ist grundsätzlich ein ganz anderes, wie es diese Gesellschaftsform eingerichtet hat. Ich empfinde es als ein Verbrechen, wenn man Kinder früh aus dem Bett zerrt, 1 Stunde lang in einen Bus setzt, um es dann früh lernen zu lassen, wo es noch halb schlafend ist. Macht auch gar keinen Sinn. Ja? Und so ist das mit unseren Selbstheilungskräften. Wir haben einfach einen Verlust, einen bestimmten Wissensverlust an Stellen, wo sie eigentlich selbstverständlich sind, weil die anderen, die Geprägten, die Erwachsenen, die vorhergehenden Generationen der Meinung sind, sie sind allwissend und das, was sie da tun, ist für die Zukunft des Kindes so ausschlaggebend wichtig. Ja, damit nehmen wir dem Kind die Erfahrungswerte, vielleicht auch das eine oder andere zu verbessern, sich selbst neu zu orientieren. Und wir haben ein ganz unterschiedliches Anspruchsverhalten. Also es gibt bestimmte Botenstoffe, die produzieren Menschen in Selbstverständlichkeit. Und jemand, der daneben steht, hat das nicht. Ja? Diese Unterschiedlichkeit ist dann auch nicht zugelassen in einem System, wo ich 30 Kinder in einen Klassenraum quetsche und sage, ihr müsst alle so lernen. Ja, und so funktionieren auch unsere Selbstheilungskräfte nicht. Ja, zum Abschluss noch, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit oder für eure und finde es ganz toll, dass wir uns so zusammenfinden konnten und da auch dieses Interessenverhältnis da ist. Das, was ich quasi in den vergangenen Jahren gesucht habe, den Weg,
wie diese Dinge für diese Veränderung der frühen Prägungsjahre in unseren Gesellschaften, in unserer Gesellschaftsform auch Menschen findet, die darüber nachdenken. Ich würde mich freuen, wenn in irgendeiner Art und Weise Sie irgendwann an irgendeinem Punkt für diese frühen Prägungsjahre sich stark machen könnten. Weil, und das ist mein Wunsch, dass Sie heute dieses Sichtfenster mitbekommen haben, dass das Elitär das Wichtigste überhaupt ist, wovon alles abhängig ist. Und spezifisch der Gesundheit, wir dort diesen größten Nachhall bekommen. Also ich sage mal, wenn Greenpeace vor 44 Jahren sich darum bemüht hätte, dass die Kinder in den frühen Prägungsjahren einfach nur naturidentes Denken bekommen hätten, nicht doktriert, sie hätten sich gerne andere Dinge ausdenken, dann wäre es nicht um ihr Gummiboot gegangen, mit dem sie gegen so ein großes Stahlboot erfahren und sagen, oh, bin ich toll. Ja? Dann hätten wir für die Natur schon mehr Ergebnisse erzielen können. Also das ist mein Unterfangen, das ist meine Aufgabe, meine Lebensaufgabe, mich dafür stark zu machen. Und wenn Sie in irgendeiner Art und Weise, irgendwo, an irgendeiner Stelle irgendwas dafür tun, dann freut es mich. Und wenn wir gemeinsam vielleicht mal irgendwo dieses KIT-Initiative aufgreifen, kreativ, innovativ, Technik, dann gibt es dann auch noch die Erfolge in der breiten Ebene, dass man gesellschaftspolitisch denken kann, dass man vielleicht mit Organisationen in Kontakt geht, die eine oder andere Stiftung, die sich vielleicht dafür stark macht. Und wir müssten dann vielleicht in nächster oder übernächster Generation gar nicht mehr über Selbstheilungskräfte sprechen. Ja. Petra, möchtest du erst die Pause haben? Möchtest du gleich anschließen hier? Also dann würde ich sagen, machen wir die kurze Pause und wir werden, nachdem Petra noch so ein paar Dinge erklärt hat, vielleicht nochmal eine Möglichkeit haben, wo die eine oder andere Frage ist, die Sie sich zwischendurch notiert haben oder wie auch immer, dann kann ich da nochmal in Beantwortung gehen. Oder eben auch nicht. Ja? Okay, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.